dann vielleicht auch mit den Fouls am bisschen besser zurechtkommt. Die Oldenburger zu Hause verlieren den Tipp in Gelb und die Chemnitzer das erste Mal mit Wes van Beck, Jebo. Und das ist der Linkshänder, das ist Wes van Beck mit den ersten Punkten. Wes van Beck geht mal über die rechte Hand, da haben sie nicht zwingend mitgerechnet. Dominik Lockhart. Haben sie sich gut freigespielt, die Chemnitzer. Hemschemeier das erste Mal auf dem Feld. Ja, kommt zu mehr Spielzeit jetzt durch die ganzen Ausfälle. Das ist der nächste Dreier bei den Chemnitzern. Das ist wieder Russell. Muss jetzt da ein bisschen ordnen. Isundu hätte das Mismatch kurz gehabt, aber das ist der erste Dreier in dieser Partie für Russell. Der kleine Stepback gegen Jeff Garrett. Da fällt keiner so richtig drauf rein, der den Scouting Report gut gelesen hat. Wes van Beck sollten sie eher verteidigen. Und das ist mögliche Angriffssituation für Oldenburg passé. Wes van Beck. Wes van Beck mit dem Dribbling und dem Bankshot macht ihn direkt rein. Dachte, der kommt mit Brett. Er macht es direkt. Auf Kurs sind nur das erste, haben sie verloren, ihren Auftakt gegen den Meister, gegen Ulm in Ulm. Und das ist der erste Steal, direkt im ersten Angriff mit dem Slam Dunk von Tyler Ongwe. So richtig läuft es auch für ihn heute noch nicht. Ogbe müsste fast nehmen. Gut, mal durchgesteckt und der ganze Frust raus von Isundu. Brüderchen spielt in Göttingen, Hemschemeier mit dem Drive, der gute Pass in den Cutten, denn Ogbe, schön gespielt von den Youngstern. Und dann im Nachsetzen. Man könnte eigentlich viel besser, aber irgendwie rutscht man auf das Niveau ab. Wes van Beck hat was dagegen, das ist Sahneniveau. Wes van Beck, erst Wes van Beck gegen Lukas Wank. Versucht es über die rechte, ist natürlich nicht seine Sahneseite und bleibt dann auch hängen an Wank. Und dann kriegt er doch wieder den Dreier und der trifft ihn. Achtung. Uguak mit dem Drive. Uguak mit dem Slam. Wenn sie es denn Dominik Lockhart geben, dieses Foul. Das war nochmal Uguak mit dem Slam. Gab es also ein bisschen Schützenhilfe vom anderen Ostklub. Und dann ist diese Partie vorbei. 79 zu 58 gewinnen die Chemnitzer ihr 16. Spiel in Serie.